Dentatus vom Eichberg, der Ritterpoet, Nummer 3. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich bin Dentatus vom Eichberg, der Ritterpoet, und ich schreibe Gedichte. Gedichte über mittelalterliche Themen, über die Ritter, die Kreuzzüge, die Minnesänger. Bei Frauen einst sehr beliebt waren Minnesänger, im Leben meist totale Musikgänger, doch schafften sie es mit ihren Reimen, die Weiber total zuzuschleimen. Der Schlimmste war so ein Italo-Ritter namens Eros Ramazzwitter. Wenn der sang von Amore, Weh und Ach, da wurden viele Fräulein schwach. So hat sich ihm auch Brunhilde hingegeben, für immer wollte sie mit ihm leben. Doch Eros hatte schon was anderes im Auge und machte sich schleunigst aus dem Staube. Doch Hildes alter Rittervater, ein sehr erfahrener Leichenbestatter, hat erwischt unseren Schwerenöter und schlug ihn tot wie einen Straßenköter. Verscharrt hat er dann die italienische Sängerleiche unter einer guten, alten, deutschen Eiche. Finde ich super, wenn das Publikum mitdenkt. Danke. Ein anderes Thema des Mittelalters, die Kreuzzüge, historisch x-fach belegt, worüber man nichts lesen kann. Warum sind so viele Männer freiwillig auf Kreuzzug gegangen? Hier eine kurze Erläuterung anhand eines Einzelbeispiels. Ritter Otto von Zwiefalten hatte ständig Stress mit seiner Alten. Was er auch tat, es war das Falsche. Das hing ihm mächtig aus dem Halse. Kam er abends zu spät vom Turnierberater, gab es meistens Mordstheater. Kam er zu früh, so war's noch schlimmer. Sie hatte Arbeit für ihn, immer. Gerade dann, wenn er entspannen wollte, wusste sie etwas, das er machen sollte. Räum mal deine Waffenkammer auf, sonst bin ich furchtbar übel drauf. Otto dachte, dass es so nicht weitergehen kann. Schließlich war ja er im Haus der Mann. Entweder werde ich hier den Hals umdrehen oder länger auf den Kreuzzug gehen. Da wäre ich dann geraume Zeit vom Acker und könnte dort unten so richtig geben den Macker. So wurde damals der Kreuzzug erfunden und mit ihm so manches Eheproblem überwunden. Ja, die Ritter damals, die waren schon sehr gerissen. Bloß heute gibt's keinen Kreuzzug, um sich zu verpissen. Ja. Dankeschön. Ein unschönes Thema des Mittelalters, die grassierenden Seuchen. Als Walter von der Vogelscheuche hatte einst die große Seuche, begab er sich zu seiner Heilung ins Hospital in der AOK-Abteilung. Dort sprach der alte Bader, den Burschen lassen wir zur Ader. Damit er sich möglichst schnell erhole, nehme man ihm möglichst viel Blut und Kohle. Die Roskur war ganz klar vergebens, verkürzte nur die Zeit des Lebens. Gestorben ist er dann samt seiner Frau als geprellte, blutleere, arme Sau. Ritter hatten eine ganz eigene, ganz spezifische Angst. Was fürchtet er, der Ritter? Ich sage es euch, es ist ein Gewitter. Denn Leute, die eine Rüstung tragen, werden oft vom Blitz erschlagen. Wenn sich der grelle Strahl bei ihm ins Eisen bohrt, liegt er am Boden, total verschmort. Nur einer hat den Einschlag überstanden und wurde dadurch berühmt in allen Landen. So entstand vor vielen Jahren bei einem Gewitter der allseits bekannte Schwarze Ritter. Danke. Ich möchte nun ein paar verschiedene Rittertypen miteinander vergleichen. Ein kurzer Vierzeiler über den etwas korpulenten Ritter. Hat der Ritter einen Ranzen, ist er fett im großen Ganzen. Hat er dazu noch Schwabbeltitten, dann wackelt's, kommt er angeritten. Das Gegenstück, der schöne Ritter. Seine Haut
ist makellos und rein, ein Antlitz wie aus Elfenbein. Er hat einen wohlgeformten Schädel und auch sein Körperbau ist edel. Ist er am Turnierplatz eingetroffen, steht vielen Frauen der Mund gleich offen. Die Weiber überall umschwärmen ihn, würden am liebsten gleich zu ihm ziehen. Doch bei all den Frauen bleibt er cool, denn schöne Ritter sind oft schwul. Noch ein Gegenstück. Der Kerl, der Macho, Macho-Ritter. Hat der Ritter eine Frau gefunden, erklärt er ihr ganz unumwunden, es wird dich sicherlich sehr freuen, du darfst meine Burg betreuen. Du wirst deine Hände nutzen und mir diese Hütte putzen. Reinigung all der vielen Räume, gießen im Sommer alle Bäume, mir jederzeit einen Knopf annähen, von Zeit zu Zeit den Rasen mähen. Der Hund will täglich einen Knochen und dem Ritter wirst du etwas kochen. Auch wird es dich nicht überraschen, du darfst meine Wäsche waschen. Du wirst dich um die Kinder sorgen und Frühstück machen jeden Morgen. Im Haushalt wirst du sparsam walten und freundlich sein zu deinem Alten. Auch fände ich es von dir nett, du hältst dein Äußeres stets adrett. Du solltest dir nicht angewöhnen, zu murren, klagen und zu stöhnen. Ja, warst du fleißig und blitzt die Wohnung? Ja, dann gibt es abends eine Belohnung. Ja, du hast Glück, es ist ein Segen. Dein Ritter wird sich zu dir legen. Danke. An dieser Stelle möchte ich ein paar kleine ritterfreie Gedichte präsentieren. Taliban. Ein Bayer aus Bawaristan schaut am liebsten seine Walli an. Am Hindukusch der Taliban schaut am liebsten Dalli Dalli an. Denn von Peshawar bis Isfahan haben alle Wallis einen Schleier an. Und das macht unseren Tali gar nicht an. Da schaut er lieber Dalli Dalli an. Totengräber. Der Totengräber, Gertruds Gatte, auch genannt die scharfe Ratte, erwachte morgens früh auf seiner Matte und hatte eine Mörderlatte. Gertrud, mit Verlaub gestatte, dass ich dir einen Besuch abstatte und dich noch kurz begatte, bevor ich zur Arbeit gehe und bestatte. Dankeschön. Also, wenn euch sowas gefällt, dann, wie wär's damit? Sehnsucht. Sie träumte, ach Rex, ich will so, gerne Sex, mit dir mein Gildo. Doch als sie erwachte, war da kein Gildo, doch hatte sie einen schönen Dildo. Und besser Sex mit einem Dildo, als keinen mit Rex Gildo. Jetzt habt ihr mal ein bisschen, das habe ich jetzt so ins Programm genommen, jetzt habt ihr mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber man könnte anschließen, wie einen das Leben, wie einen die Jahre doch verändern. Er war mal Vorstopper bei Zürich Grasshopper, ein echt geiler Hip-Hopper, ein ganz cooler Flip-Flopper. Er war genialer Speedrapper, der absolute Abschlepper. Doch irgendwann wurde er TV-Zapper, stinkfauler Sofa-Dauernepper. Heute ist er ein total schlapper, alter, geiler Rumtapper, im Sport nur noch ein Luftschnapper und trägt Birkenstock Gesundheitsschlapper. Das war ein kurzer Ausflug weg von den Rittern. Ich möchte wieder zum eigentlichen Thema kommen. Rittergedichte, Fortsetzung, Wildschweinjagd. Ein Ritter will ein Wildschwein jagen und freut sich darauf schon seit Tagen. Er reitet deshalb in den Wald und auch das Schwein, das zeigt sich bald. Ich werde dich mit meinem Speer durchbohren, der Ritter denkt und gibt dem Pferd die Sporen. Die Sau sucht schleunigst nun das Weite, doch kommt der Ritter bald an seine Seite.
Er wirft den Speer, das Schwein rennt um sein Leben. Des Ritters Wurf geht voll daneben. Der Recke ist nun ohne Speer. Ja, unsere Sau, die freut das sehr. Sie denkt, jetzt mach ich kehrt und attackiere dann sein Pferd. Der Plan geht auf, es scheut der Gaul, der Ritter fällt direkt aufs Maul. Am Boden liegend, noch benommen, sieht er die Sau schon schwungvoll kommen. Er findet keine Zeit zu reagieren. Das Schwein, das rammt ihm in die Nieren. Der Stoß war schmerzhaft, weil sehr unsacht, der Ritter stöhnt und fällt in Ohnmacht. Den Eber langweilt so die ganze Sache. Durch den Kopf geht ihm eine scharfe Wache, der wird ja ein paar Ferkel machen. Und über Ritter kann er nur noch lachen. Danke. Ein wichtiges Thema im Mittelalter, genauso wie heute, die Treue. Des Ritters Frau, die Kunigunde, stets ist sie müd zu später Stunde. Sie weist ihn ab und sein Begehren, zum Teufel solle er sich scheren. Erzürnet denket nun der Recke, dass seine Frau am Arsch ihn lecke. In seiner Not verlässt er das Haus, zum Fräulein Gundi will er raus. In einer Situation wie der solchen hat sie schon öfters ausgeholfen. Und außerdem ist sie dafür bekannt, dass sie so drauf hat allerhand. Kurz nach dem kleinen Abenteuer juckt seine Lanze, glüht wie Feuer. Heimlich will er die Sache auskurieren, will Kunigunde nun, muss er sich zieren. Er denkt sich nun, genau genommen, von meiner Frau habe ich sowas noch nie bekommen. Fast überkommt ihn nun die Reue, ob seiner mangelhaften Treue. Drum hat er sich eines vorgenommen, in Zukunft wird ein Kondom genommen. Danke. Weil es ja ein Gedicht über die Untreue war, möchte ich noch eine Warnung hinterher schicken. Eine Warnung an alle untreuen Männer, sollten welche hier im Raum sein. Heribert von Rammelstetten schlief zu viel in fremden Betten. Trotz wiederholter Warnung seiner Frau, und er unterließ es nicht, die alte Sau, statt besser auf sein Weib zu hören, trieb er's mit immer jüngeren Gören. So hat die eigene Gattin etwas uncharmant den eigenen Gatten eines Nachts entmannt. Drum, untreue Männer, gebt gut Acht, vor allem, wenn ihr schlaft bei Nacht. Seid ihr nicht ständig auf der Hut, wer weiß, was eure Frau dann tut. Und dass es nicht so blutrünstig zu Ende geht, den Keuschheitsgürtel. Geht ein Ritter auf eine Reise, hält er es für klug und weise, anzulegen seiner Lieben einen Gürtel, ganz aus Stahl getrieben. Er kontrolliert nochmal das Schloss, verabschiedet sich, steigt auf sein Ross, doch eines hat er nicht bedacht. Der Schlüsseldienst hat's aufgebracht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, euer Dentatus von Eichberg. Danke.